Sandra Kranich, Shootingstar, ganz junge deutsche Künstlerin, die zwei ganz tolle Medien zusammenbringt, die Kunst und das Feuerwerk, die da anknüpft, wo Jean Tinguely sozusagen aufgehört hat, kinetische Skulpturen macht, die Écriture-Automatik, also das sozusagen das Zufalls Prinzip in die Kunst wieder hineinbringt, die Leinwände aufspannt, sie mit Raketen, Feuerwerkskörpern bestückt und die dann abbrennt und sozusagen diese Feuerwerkskörper das Bild malen lässt, in Anführungszeichen. Hier hat sie für den Vulkanplatz, ist ja klar, für den Vulkanplatz am Bahnhof Altstetten eine tolle Skulptur aus wie heißt das Material? Ja, aus Konservenbüchsen. Gold, blechigen Konservenbüchsen, aber die goldfarben sind, ne? Angelegt. Die werden bestückt und mit Feuerwerkskörpern zur Vernissage am 8.9. Wurde das zum ersten Mal abgebrannt und am 1. August natürlich an unserem Nationalfeiertag wird es zum zweiten Mal aufgeführt werden. Eine sogenannte Feuerwerksskulptur.